begrüße euch ganz, ganz herzlich heute zu einer schönen Runde Full Body Workout mit mir in Kombination mit Kurzhanteln. Das hatte ich euch ja angekündigt, dass wir heute ein schönes Full Body Workout machen mit Kurzhanteln. Ich arbeite hier heute mit 3 Kilo Hanteln. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht zur Hand nehmen. Nehmt euch einfach das, was ihr habt. Ihr könnt auch alternativ ein etwas leichteres und ein bisschen schwereres Gewicht nehmen, um auch die verschiedenen Muskelgruppen unterschiedlich zu bearbeiten. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Franzi und werde heute mit euch eine Runde Gas geben. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, euer Tempo sowie eure Intensität selbst zu bestimmen. Also solltest du absoluter Sporteinsteiger sein, kannst du natürlich immer eine Pause machen, dann so wie es für dich am besten passt. Du machst es so, dass du dich während der gesamten Einheit wohlfühlst. Es gibt heute eine schöne Kombination aus Kräftigungseinheiten und Ausdauerübungen. Ja, und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange rum. Ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Getränk, eine Matte, wie gesagt, 2 Gewichte. Optional, wenn ihr keine Gewichte habt, gehen natürlich auch 2 1,5 Liter Wasserflaschen. Gut, ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Warm-up. Wir haben heute immer eine Belastungszeit von 30 Sekunden roundabout plus 15 Sekunden Pause und jede Übung wird insgesamt 3-mal wiederholt. Und du hast innerhalb dieser 30 Sekunden die Möglichkeit, die Wiederholungszahl zu machen, wie du es schaffst. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß. Sehr gut. So, dann starten wir. Hanteln legen wir erstmal zur Seite. Ihr öffnet beide Beine mit mir, lasst die Fußspitzen nach außen schauen. Und jetzt starten wir. Wir kreisen die Schultern ganz locker. Mach mal schön fließende Bewegung. Und jetzt mal nur den rechten Arm. Schön lange Bewegung zurück. Genau. 4-mal noch. 3-mal mehr. 2-mal. Jetzt schwingst du den Arm in die entgegengesetzte Richtung. Einmal von hinten nach vorne. Auch hier nutzen wir den ganzen Weg aus. Die letzten. 4-mal. 3 mehr. 2-mal. Jetzt nehmen wir den anderen Arm auch hier nochmal locker zurück. Sehr gut. Bleib in den Knien schön soft. 2-mal. Und in die entgegengesetzte Richtung. Einmal noch. Nimm auch hier den ganzen Schwung von hinten nach vorn zur Mobilisation unseres Schultergelenks. 3 noch mehr. 2-mal mehr. Und jetzt ziehen wir mal die Arme im Wechsel nach hinten. Zieht mal die Daumen schön zurück. Genau, in die Diagonale. Ein Arm links, ein Arm rechts. Perfekt. Auch hier bleiben die Knie locker. Macht das Ganze mal ein bisschen dynamischer. Okay. Und jetzt kommen wir in eine Rotation. Dreht mal den Oberkörper von rechts nach links. Auch hier mit ein bisschen mehr Dynamik. Schaut mal dem hinteren Ellenbogen nach. Noch 4-mal. 3-mal mehr. 2-mal noch. Und jetzt kommen wir in einen Squat. Wir gehen tief und hoch. Schiebt mal den Po schön tief nach unten. Und macht euch oben lang. Sehr gut. Streckt die Arme ganz lang nach oben und jetzt bringt ihr sie ein bisschen weiter nach außen. Machen wir noch 6. Und wie gesagt, du nimmst dir einfach die Zeit, die du brauchst. Die Geschwindigkeit ist nicht relevant. Achtung, jetzt bleib da mal tief. Setz deine Hände ab und jetzt streckst und beugst die Beine. Schieb mal den Po hoch und tief. Hoch, tief, hoch. Von den letzten 8-mal mehr. Wenn du hochkommst, versuch deine Beine schön weit zu strecken, sodass du eine Dehnung spürst in deiner Oberschenkelrückseite. Mach noch 2 und jetzt roll dich nach oben auf. Schließe einmal beide Füße und starte ganz locker mit einem Wechsellunge zurück. Einfach die Beine im Wechsel nach hinten ziehen. Geh tief. Yep. Weiter.
Lass deinen Scheitelpunkt immer schön zur Decke gerichtet. Weiter. Das Ganze machen wir noch insgesamt 8-mal mehr. Mach eine schön lange, fließende Bewegung. Sehr gut. Die letzten 4-mal. 3 mehr. Jetzt lässt du mal einen Fuß mit mir hinten. Komm ein bisschen tiefer. Setz die Hand an der Innenseite deines Fußes ab. Und jetzt drehst du den Arm auf und kommst zur Mitte. Wenn du magst, machst du das Ganze etwas schneller. 8, 7, 6 mal. Und die letzten 4 Stück. 4 mehr. 3 noch. 2 mehr. Wechsel einfach den Fuß. Bring den linken nach vorne und den rechten zurück. Hinteres Knie schön tief. Auch hier starte erst langsam. Der Blick geht mit. Entweder du bleibst in dem Tempo oder du machst es schneller. 1, 2. Zieh mal den Daumen weit nach hinten und dreh deine Halswirbelsäule mit auf. 2 mal noch. Achtung. Setz beide Hände ab. Komm einmal in die Plank. Schau mal. Bring deine Fersen zusammen, die Fußspitzen nach außen. Und jetzt schiebst du mal den Po in Richtung Fersen und schiebst dich wieder nach vorn. Das ist die Bewegung. Komm vor und zurück. Lass die Fersen schön zusammen, die Fußspitzen nach außen schauen. Und bring deinen Po weit in Richtung Fersen. Auch hier machst du es in deinem Tempo. Weiter. Mach eigenständig noch 2 mal. Und jetzt wander mit den Füßen nach vorn. Und richte dich auf. Sehr gut. Gut, ein kleiner dynamischer Teil. Du startest mit einem... Entschuldigung. Eine eigene Spucke verschluckt. Mit einem Lunge zur Seite. Das ist Variante 1. Komm ein bisschen tiefer. Zieh deine Arme schön dynamisch mit. Okay, wir wollen den Puls nach oben bringen. Nur ein bisschen. Bring die Arme tiefer. Komm. Tap, 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 tap. Noch 4 Mal. 3 Mal mehr. 2 Mal noch. Bring jetzt die Arme vor. Langer Rücken. Wenn du magst, bau einen kleinen Jump ein. Ich mache mal ein bisschen lauter, oder? Nur ein bisschen. So. Ist so besser? Ein bisschen lauter? Ja. Weiter, komm. Und die letzten. Noch 4. Noch 3. Gleich nehmen wir die Arme nochmal tief. Let's go. Komm. Die ersten 4 Minuten bringen wir den Puls ein bisschen nach oben. Dann wird es ein bisschen schneller warm, ne? Noch 15 Sekunden. Lass den Rücken lang. Noch 4, 3, 2 und die Arme wieder vor. Komm. Auch hier kannst du mehr Dynamik einbauen. So wie es passt. Oder Moderator. Gut. Auch hier die letzten 15 Sekunden. Noch 8, 7 mal. 6. Wir gehen gleich noch einmal. Eine Runde tief. Runde 3 und damit die letzte. Los geht's. Komm, tap. Jump. Jump. Tief. Streck deinen anderen Arm nach hinten auf. Mach die letzten 15 Sekunden. Komm. Die letzten 4 mehr. 3, 2. Achtung. Und marschier. Geht's dir gut? Perfekt. Runde 2, Lunge zurück. Schau mal. Rücken vor, rücken vor. Zieh
in deinen Beinen noch vier. Du machst das ganze gleich, nur mit einem Bein zur Zeit. Jetzt. Komm, schau mal. Anstelle des Taps kannst du natürlich auch eine Miele machen. Ja? Setz mit ein. Arme lang strecken. Noch 15 Sekunden. Zieh. Sehr gut. Und die letzten zwei. Wir wechseln gleich die Seite. Let's go. Komm, tap. Du kannst noch im Tap bleiben. Mach es so, wie es passt. Aber versuch mal, deine Arme schön lang zu strecken. Und dein Standbein lässt du gebeugt. Auch hier noch 15 Sekunden. Komm, zack, zack, tap, tap. Sehr gut. Mach die letzten. Vier. Drei. Bist du bereit für Runde zwei? Einmal noch wechseln. Komm, zieh. Höp, höp. Wenn du magst, dann geh noch ein Stück tiefer und zieh das Knie schön aktiv. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Acht haben wir noch. Sieben. Sechs. Höp. Jawohl. Noch drei, zwei und wir wechseln. Komm. Hiervon machen wir nur zwei Runden. Knie nochmal, schön nach oben. Hoch, hoch. Und lass dein Standbein schön gebeugt. Lass sie gut aus. Komm, noch 15 Sekunden. Nur noch acht. Siebenmal. Noch sechs. Ich hoffe, die wird ein bisschen warm. Jawohl. Drei haben wir noch. Zwei mehr und locker marschieren. Das war mehr oder weniger unser kleines Warm-up. Wenn du den Schluck trinken willst, mach es jetzt. Ich sag immer Prost. Gut. Und dann starten wir jetzt mit unserem ersten Block. Drei Übungen sind Oberkörper, Beine, Ausdauer. So. Schnapp dir die Hantel. Okay. Schau her. Eine Kombinationsübung. Ich zeige sie dir. Zur Seite nach vorn. Seite tief. Zweimal Bizeps Curl. Mach mit. Seite vorn. Seite tief. Und zweimal Bizeps Curl. Eine etwas komplexere Übung. Komm. Das Ganze machen wir auch gleich nochmal isoliert. Seite vorn, Seite tief. Gut. Noch 15 Sekunden in Kombination. Seite tief. Und jetzt nochmal. Komm. Seite vorn, Bizeps Curl. Jetzt nur isoliertes Seitheben bis zur Schulter. Lass die Arme jetzt schön lang gestreckt. Arbeite hoch bis zu deiner Schulter. Dein Tempo kannst du selbst bestimmen. Vier mehr. Drei mehr. Zwei mehr. Isoliert Bizeps Curl. Komm, acht mehr. Du kannst die Füße auch schließen. Wichtig ist, dass du deine Arme unten immer wieder schön in eine Streckung bringst, um den Muskel auch schön am Ansatz zu trainieren. Letzter. Und stopp. Gut, zweite Übung. Und zwar, schau mir zu, weite Beine, 3, 2, 1, Mitte. Enger Squat, wieder zur Seite, 3, 2, 1, enger Squat. Das ist die Bewegung. Komm mit mir, komm. Hier kannst du die Arme auch schließen. Seite, 3, 2, 1 und öffne. Mitte. Jawohl. Nochmal. 3, 2, 1. Wieder zur Mitte. Wichtig, belaste beide Füße schön gleichmäßig. Mitte. Lass den Rücken schön lang. Nochmal. Komm.
Gang noch einmal zur Seite und zur Mitte. Yep. Komm, machen wir noch einmal. 3, 2, jetzt zur Mitte. Achtung, bleib mit mir tief. Setz die Hände ab. Die Handeln und die Hände. Komm aber zurück in den Vierfüßlerstand. Nächste Übung. Schau mir zu. Variante 1. Tap, tap, nach vorne gehen und zurückgehen, wenn du nicht springen magst. Andere Variante. Jumping Jack und ein Jump nach vorne. Let's go. Wähle deine Variante. Jump, jump, vor oder tap, tap, vor, zurück. Mach es so, wie es für dich passt. Komm, noch 15 Sekunden. Tap, tap, wenn's nicht mehr geht, mach eine Pause. Letzter. Und stopp. Eieiei. Hier ist es ganz schön warm hier oben. Das war Runde 1. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bereit für Runde 2. Alle drei Übungen nochmal in Kombination. Vor Luft. In 15 Sekunden geht's los. Erste Übung wieder. Seitheben, Front, Seite tief, Bizeps Curl. Ganz wichtig, mach dich schön lang, Bauch fest. Wir starten. Seite, Front, Seite, Bizeps Curl. Du kannst die Beine auch geschlossen lassen, öffnen, geschlossen lassen. Bizeps Curl, komm, zieh. Und nochmal. Seite, Front, Seite, tief, Bizeps Curl. Denk daran, die Arme in eine vollständige Streckung zu bringen. Noch 15 Sekunden in Kombination. Zwei Durchgänge. Gut. Hup. Letztes Mal. Seite vorn, Seite tief. Und jetzt isoliert. Nur zur Seite bis zur Schulter. Komm. Dein Tempo. 2. Sehr gut. 3. Wenn ich dir zu schnell bin, mach es langsamer. Zieh und zieh. Jetzt Bizeps Curl. Auf geht's. Komm. 2, 3. Bleib schön lang schauen. Und die Arme kommen, wie gesagt, in eine vollständige Streckung. Der letzte. Und stopp. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das Gewicht ist dir nicht ausreichend, gut gemeinter Tipp, schnapp dir gerne mehr für die nächste Runde. So, Kombination, weiter enger Squat. Wir beginnen. 1, 2, 3, enger Squat. Schön tief, belaste ein bisschen mehr deine Fersen. Gut. Tief, tief. Machen wir nochmal, let's go. 1, 2, 3, komm hoch. 1, 2, und wieder öffnen. 3, 2, schließe nochmal. Komm, noch zweimal. Hopp. Bleib immer lang in deinem Rücken. Sehr gut. Öffne. 1, 2. Nochmal zur Mitte. Davon gebe ich dir noch einen Durchgang. 3, 2. Schließe nochmal. Letzter. 3, 2. Einmal noch zur Mitte. Und du darfst mit mir unten bleiben. Absetzen. Gut. Hol Luft. Jetzt wählst du wieder Variante 1 oder 2. Taps oder Jumps. Mach dich startklar. Achtung. Hände wieder unter der Schulter positionieren. Bauch ist fest. Das ist wirklich ganz wichtig. Zieh den Bauchnabel immer leichter hin. Das gibt dir Stabilität im Rücken. Let's go. Jump, jump. Oder tap, tap, vor, rück, rück.
aus den Schulterbögen raus. Komm, zieh, zieh, nach vorn, rück. Schauen wir noch zwei. Na klar, let's go. Komm. Letzter. Und stopp. Ey, ey, ey. Das war Runde 2. Stopp. Einen haben wir noch. Jedes Jahr. Alle guten Dinge sind 3. Wenn ihr den Schnupf trinken wollt, macht es gerne jetzt. Macht ihr auch. In 15 Sekunden geht es weiter. Seite vorn, Seite tief, Bizeps Curl, nochmal, Bizeps, perfekt, gleich nochmal, Seite vorn, Seite tief, Bizeps Curl, nochmal, und seitlich nach vorn, Seite tief, wunderbar, zieh nochmal mit mir, Seite und Bizeps Curl. Hoch, tief. Einmal noch zur Seite von Bizeps. Jetzt isoliertes Seitheben. Komm, dein Tempo. Hopp. Lass die Arme schön lang. Arbeite möglichst in langen Hebel. Sehr gut. Boah, jetzt da. Bizeps Curl. Komm. Tief. Das ist Runde 3, dann die letzte. Wir schaffen noch 4. 2 haben wir noch. Und letzte. Perfekt. Einmal noch die Kombi, weiter Squat, enger Squat. Und dann nochmal isoliert. Nee, hatten wir gar nicht isoliert. Stimmt gar nicht. Egal. Wir starten. Let's go. Komm. 3, 2, 1, Mitte. Enger Squat. Nochmal. Schön weit öffnen. Hoch, schön tief. Und hier die Füße ist breit. Vielleicht ein bisschen weiter. Genau. Wieder zur Mitte. Lass deine Arme schön lang. Sehr gut. Das kombinieren wir noch zweimal. Auf geht's. Wieder zur Mitte. Komm, zieh durch. Letztes Mal. 3, 2, 1. Mitte. Und bleib mit mir tief. So. Eine Runde noch. Jump. Und nach vorn. Ohne den Tap. Bring dich in Position. Bauch und Rücken fest. Wir starten. Jump. Jump. Vor. Rück. Und wie gesagt, es geht auch immer die Einsteiger-Variante. Wenn du nicht springen magst, dann machst du es langsam. Ja. Und zieh, zieh, wähle deine Intensität. Ja. Gib mir noch 2 Schritte. Jetzt. Und der letzte. Und. Oh, wunderbar. Runde 1 haben wir geschafft. Weiter geht's mit Block 2. Ihr habt noch gute Laune, oder? Na klar. Sport macht gute Laune. Auch wenn man zwischendurch immer mal denkt, oh, alter Schwede, hoffentlich ist bald vorbei. Aber ich sag's euch, ohne Fleiß kein Preis. Da müssen wir jetzt durch. Ich quäl mich auch mit euch durch, aber gemeinsam schaffen wir das. Also, nicht lang schnacken, schnappt euch mit mir die Hanteln und dann legen wir los mit Block 2. Ich reduziere ein bisschen die Geschwindigkeit. So, Geschwindigkeit reduzieren ist schon mal nicht so schlecht. Also, pass auf. Isolierte Ausfallschritte, Lunges.
Dein hinterer Fuß kommt zurück. Du gehst einfach nur tief und hoch. Mit der Bewegung nach oben schiebst du deine Arme hoch. Achte hier schön drauf, dass dein vorderes Knie nicht zu weit nach vorne geht, sondern dass du hier über dein Sprunggelenk bleibst, okay? So. Geh tief und hoch mit mir. Los geht's, komm. 1, 2, 3, 4, sehr gut, weiter. 5. Mach es auch gern, wenn du möchtest, ein bisschen langsamer. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Mach noch 4, 3, 2, der letzte. Und stopp. Schließe, wechsel. Und jetzt kombinierst du im Wechsel die Arme nach vorn. Heb nach vorn. Kopf, Kopf, tief. Lass deine Arme richtig schön lang gestreckt. Wenn du möchtest und mit weniger Gewicht arbeitest, kannst du auch gern beide Arme gleichzeitig nehmen. Noch 4, 4, 3, 2, der letzte. Und stopp. Schließe deine Füße. Übung 3. Reverse Fly. Schau mal. Komm schön weit nach vorn. Bauchnabel nach innen. Wir ziehen jetzt zurück. 1, 2, 3. Lass deine Nasenspitze schön nach unten schauen. Genau. Weiter. Komm. 7, 10. Ich gebe dir noch 8. Yes. Mach noch 7. Cut. 6-mal. Und die letzten 4. 3 haben wir noch. 2 mehr. Oh, der letzte. Komm. Pause. Oh. Mal, falls es euch interessiert. Los geht's. Tief und hoch. Aber es macht mir natürlich auch mal Spaß, weil ich renne in der Regel den ganzen Tag völlig durchgeschwitzt durch die Gegend. Meine Mädels und meine Kunden, die kennen mich in der Regel immer nur völlig angeklatscht mit verschmierter Wimperntusche. Dann macht es auch mal Spaß, sich mal ein bisschen aufzuhübschen. Noch 4. Noch 3. Noch 2, der letzte. Und stopp. Gut. Wechsel mit mir. Ich hoffe, ihr habt immer noch gute Laune. Jetzt kombinieren wir, wenn ihr wenig Gewicht habt, beide Arme zusammen, sonst isoliert. Auf geht's. 1, 2, 3. Wenn ich euch zu schnell bin, macht es langsamer. Yep. Zieht. Auch hier schaffen wir noch 8. Jetzt. Noch 6. Eieiei. Und die letzten 4. 4, 3, 2, der letzte. Oh. Stopp. Reverse Fly. So. Kommt nochmal mit mir vor. Schiebt den Po nach hinten raus. So richtig nach hinten rausschieben. Nasenspitze tief. Auf geht's. Zieh. Tief. Zieh. Tief. Schulterblätter. Schön kraftvoll zusammen. Komm. Wir schaffen noch. 8 mehr. 7. Noch 4. 2 und der letzte und stopp. Und 2. Perfekt. Weiter geht's mit Runde 3 und damit der letzte im Start. Und dann schnappen wir uns die Matte und machen noch was für den Bauch. Zack. Start, klapp. Und wann habe ich denn überhaupt gestartet? Rechts oder links? Das überlege ich gerade. Ich glaube so. Egal, kommen ja beide Beine dran. Wir beginnen gemeinsam jetzt.
So, das ist unsere letzte Runde. Deswegen strengen wir uns jetzt nochmal richtig schön an. Arme kraftvoll hoch. Und ich gebe euch noch 8 Stück mehr. Kommt. Noch 8. 7 Mal. Die letzten 4 Stück. 2 mehr. Und letzter Stopp. Oh. Seitenwechsel. Durchatmen. Zeit beginnt gleich. Wieder die Arme frontal heben. Wir beginnen jetzt. Komm. Weiter. Das ist die letzte Runde, auch wenn die Arme und die Beine jetzt ein bisschen schwerer werden. Wir ziehen durch. Komm, Leute, wir schaffen noch 8 Stück mehr. Oh. 6 noch. Und die letzten 4. Kommt. 4 mehr. Noch 2. Und der letzte. Stopp. Eieiei. Habt ihr auch Schmerzen ein bisschen? Habt ihr noch gute Laune vor allem? Yep. Okay, dann starten wir. Letztes Mal. Macht euch bereit. Wir legen los. Das ist unsere letzte Runde und dann haben wir es geschafft. Nochmal, schön die Schulterblätter zusammenziehen. Komm. Unsere letzten 15 Sekunden gemeinsam. Yep, kommt. Weiter. Noch 4 Stück. Und die letzten 2, die schaffen wir. Ich weiß, es ist anstrengend heute. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen moderater. Jetzt dürft ihr euch die Matte schnappen. Jetzt machen wir noch kurz was für den Bauch. Beide Füße abstellen. Machen wir schöne Basic-Übungen. Oh. Ich weiß, ihr liebt sie auch, die klassischen Sit-Ups. Die kombinieren wir heute. Schaut mir einmal zu. Wir gehen zur Mitte. Diagonale Tiptoes. Das die etwas fortgeschrittene Variante. Wenn euch das zu viel ist, dann macht ihr folgendes. Ihr lasst die Füße am Boden und könnt hier einfach nur den Ellenbogen zum Knie ziehen. 45 Sekunden. Los geht's. Hopp. Denkt daran, arbeitet ohne Schwung. Versucht mit schön Kraft zu arbeiten. Jetzt nochmal. Wenn ihr euch nach oben zieht, denkt daran auszuatmen. Auch hier wieder kontrolliert zurückgehen. Der Bauchnabel bleibt schön fixiert und mit der Kontraktion der Bauchmuskeln atmen wir aus. Zieht, kommt hoch, weiter. So, dann noch 15 Sekunden. Oh, dann haben wir es gleich. Kopf. 2 Durchgänge noch. Mitte. Letztes Mal. Mitte. Und zack. Kurze Pause. So, habt ihr Lust, euch einmal mit mir... Was für eine Frage. Also, wir drehen uns einmal rum. Wenn man so fragt, kriegt man meistens auch nicht so richtig gute Antworten, ne? Von daher starten wir jetzt eine sehr schöne Übung. Diese Twist-Geschichte, eine sehr effektive Übung. Dazu positioniert ihr beide Hände hier unter euren Schultern. Stellt mal die Füße auf, eure Fußspitzen und eure Fersen zusammendrücken. Und jetzt dreht ihr eure Hüfte von links nach rechts. Ja? Achtet aber dabei darauf, dass euch der Schulterblick nicht einsackt. Ihr bleibt schön fest. Auf geht's. Kommt. Auch hier bestimmt ihr euer Tempo selbst. Du kannst natürlich auch schon mal so ganz schnelle Übersätze machen. Aber ich persönlich finde es schöner, die Übung lieber ein bisschen langsamer zu machen und richtig kontrolliert die Atmung mit einzusetzen.
weiter weg. Und stützt dich schön aus deinem Schultergürtel raus. Machen wir noch 15 Sekunden. Yep. Tief. Oh, wir haben es gleich. Komm. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Der letzte. Oh, stopp. Jetzt habe ich euch gar keine Einsteigervariante dazu gegeben. Ne? Die Einsteigervariante dazu wäre, das Ganze so unten zu machen und dann einfach in der Unterarmplank den Twist zu machen. Für die nächste Runde. Gut. Runde 2. Wieder gerade und schräg. Ein Atemzug noch. Let's go. Hopp. Und zieht. Komm. Nach oben. Zieht hoch. Macht sich klein. Weiter. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Hopp. Nochmal. Zieht und hoch. Weiter. Zieht und hoch. Sehr gut. Und die letzten 15 Sekunden. Ja, geschafft. Oh, der Bauch zwiebelt. Zwei noch. Oh, dein letztes Mal. Der letzte. Und stopp. Ein Atemzug. Und 2. Wir drehen uns um. Mach dich bereit. Und auf geht's. Komm. Vorletzte Runde. Dreht. Zieht. Und tief. Lass die Füße schön zusammen und jetzt nochmal das Becken richtig schön weit runterdrehen. Gebt euch die letzten 15 Sekunden. Noch 8, 7, 6. Machen wir noch 4 Stück. Noch 4, 3, 2. Letzter. So, Runde 3, Leute. Und damit unsere letzte, wir habt ihr es geschafft. Wir gehen dann noch einmal mit mir in die Rückenlage. Und die Zeit beginnt. Jetzt. Wow. Klein macht in der Mitte noch 30 Sekunden. Unsere letzten. Zieht. Versucht euch in der Mitte schön klein zu machen. Und die letzten 15 ab jetzt. Komm, zieht und tief. Mitte. Zweimal noch. Letzter. Und Pause. Einmal durchatmen. Und wisst ihr, was das Gute ist? Wir rollen uns nur noch einmal rum. Und dann bleiben wir nämlich auch gleich hier nach dieser Übung. Und starten mit einer Entspannungsphase in der Bauchlage. Beide Füße aufstellen. In 3, 2, 1, letzte Runde. Twist. Twist. Nochmal. Und jetzt nochmal ganz bewusst die Atmung mitnehmen. Schön ausatmen. Weiter. Tief. Und die letzten 15 Sekunden. Komm. Noch 6. Und die letzten 4 Mal. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Der letzte. Und geschafft. Ihr dürft euch einmal auf den Bauch legen. Ich mache noch ein bisschen Entspannungsmusik. Und dann entspannen wir noch eine Runde zusammen. Gut.
den Schultergürtel schön entspannt und atmet gleichmäßig ein und aus. Winkt das rechte Bein an, greift an die Fußspitze und dehnt einmal die Vorderseite eures Oberschenkels. Seite einmal wechseln. Ihr könnt den Kopf gerne zur anderen Seite drehen. Bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.